Sambutan Ulang Taun Ke Anam Pulu Besatuan Malaysia German Pulau Penang. 60th birthday celebration of the Malayan German Society Penang on 14th May 2022. Yang Berbahagia, Ali Ali, Yang Perdubuan, Malaysia German, Penang. Tuan Tuan, Dan Buan Buan Sekalian, meine Damen und Herren. It does not happen too often that the founder of a society, like the MGS, has the honor to be present at the society's 60th anniversary. But having attained the ripe age of 88, Lapan Pulu Lapan, I'm very happy to be able to participate in the celebrations. Although, of course, I'm a little sad not being able to attend live, but happy that I can still share my voice greetings with all of you. Es begann alles im Jahre 1962 auf einer kleinen tropischen Insel Penang in Malaysia. Bekannt als die Perle Ostasiens, für Deutsche eher ein exotisches Land. Man zählte ca. 500 Europäer, davon die Mehrheit Briten und insgesamt drei Deutsche. Einer davon war Peter Hütz, der es wagte, seine Idee einer deutsch-malaiischen Verein zu gründen, umzusetzen. Unterstützt von der damals relativ kleinen Expertgesellschaft, konnte Herr Hütz die damaligen Vertreter der Regierung mit seinem Herzblut überzeugen. Die Stunde der Geburt schlug im April 1962, der Anfang einer langen, spannenden und tiefgehenden Freundschaft zwischen deutschen und malaiischen Bevölkerung. Beide Seiten lernten sich zu respektieren und sich gegenseitig in guten wie in schlechten Zeiten zu unterstützen. Mit der Zeit siedelten einige große deutsche Firmen in Penang an. Die Zahl der deutschen Experts wuchs auf 150 im Dezember 1975. Trotz einiger Schwierigkeiten konnte die MGS bereits in den ersten Jahren ihrer Existenz ein breites Angebot an kulturellen Events wie Konzerte, Ausstellungen, Filmvorstellungen organisieren. Seit 1968 mit Unterstützung des Goethe-Instituts bietet die MGS Deutschsprachkurse und hilft damit vielen Studenten aus Penang, ein Studium in Deutschland, Österreich oder der Schweiz zu starten. Mit der wachsenden Anzahl der Deutschen auf der Insel wuchs auch die Society. Viele neue Mitglieder beteiligten sich sehr aktiv im kulturellen Austausch und die meisten deutschen Firmen in Penang organisierten in Kooperation mit der MGS unterschiedlichste Events. So kam es 1973 zum ersten Oktoberfest. Seitdem flossen einige Liter auf dem alljährigen Oktoberfesten Knödel, Brezen, Kartoffelsalat und weitere deutsche Köstlichkeiten schmeckten der lokalen Bevölkerung. Das Oktoberfest ist zu einem Highlight des Jahres unter den europäischen Festlichkeiten auf der Insel geworden. Neben den großen Festlichkeiten machten die monatlichen Aktivitäten das Zusammenleben und Agieren der beiden Communities zu etwas Besonderem. Die Kaffeetreffen, Afternoon Teas, die Bibliothek, Meet and Greet, Jazz Circle, Cooking Classes, Chinese New Years und viele andere tragen zur Vision des Gründers über die Jahre weiter und lassen es starke Wurzeln für die kommende Generation schlagen. Selbst die letzten schweren Jahre, geplagt von der Pandemie, konnten den Geist und den Willen des Komitees und zahlreichen Mitglieder nicht bremsen. Mit 12 Präsidenten in 60 Jahren, der starken Unterstützung der MGS-Mitglieder sowie Patronage der Regierung von Penang sehen wir mit voller Zuversicht in die Zukunft der MGS. Meine Damen und Herren, die Sie heute hier sind, ich möchte Ihnen nochmal ganz besonders für Ihren Einsatz im Rahmen der Entwicklung der Malayan German Society sagen und Ihnen weiter für Ihre zukünftige Arbeit viel Erfolg und alles Gute wünschen.